Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time mit Sandrock. Ja, wir müssen noch unsere täglichen Aufträge annehmen, auf jeden Fall. Und ja, es kann sein, dass wir wieder eine kleine Lags zu erwarten haben. Neue Aufnahmesession, neue Lags, yay! Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie es wieder abgehen wird, aber ich vermute mal, dass haben die den Eingang der Handelsgilde versetzt. Hey, guten Abend, alles gut bei dir? Ja, passt eigentlich. Also es kann sein, dass ich gleich wieder Hustenanfälle kriege, weil ich so ein bisschen Halsschmerzen nach wie vor habe. Aber ansonsten passt eigentlich. So, getrockneter Sandkuba. Komm, kriegst du Jensen hier? Das kriegst du auch, Jensen. Wenn jemand, mit dem wir noch nicht BFF sind und der mich nicht dafür bezahlt, nochmal. Ja, komm, dann gehen wir zu Owen, dass wir nicht an fünf Plätze gleichzeitig müssen. Gehen wir einfach zum guten Owen rüber. So. Ja, Plan, was wir jetzt noch groß machen sollen in Sandrock, gibt es nach wie vor nicht so. Natürlich meine Rosendinger anpflanzen. Das wäre so das Beste, was ich tun könnte. Vielleicht fahre ich auch zum Zecke hinter und kaufe mir da welche. Das wäre vielleicht auch nicht die dämlichste Idee. So, Owen. Ich glaube, Zeke hat auch Geburtstag, wenn ich mich nicht irre. Und vielleicht sogar heute. So, hier sind ein paar Akazienholzplanken. Ja, da freut sich der Owen. Ja, und dann kriegst du noch deinen Auftrag, den kriegst du mit deinen anderen. So, na, hängt die Puppe da, warum hängt so? So, kann ich zufällig bei dir diesen gedünsteten Sandfisch? Nein. Nicht so. Na, das da kann ich bei dir kaufen. Das brauche ich irgendwie dauerhaft. War das heute, wo Zecke Geburtstag hatte? Weil dann könnte ich das halt echt irgendwie. Nee, aber trotzdem. Wir gehen heute trotzdem hinter zu Zecke und schauen, dass wir den seinen Auftrag da fertig machen. Ja, gut, das für Jensen, das schmeiße ich jetzt noch schnell in den Ofen. Und dann fahren wir einfach mal hinter zum Zecke. Das ist gar geblitzt. Interessant. So, Motorrad und so. Ich und heute also unseren Spiegel schon bekommen. Ist alles cool. Abend, Hallöchen. Hier wird es heute richtig gemütlich. Heute, ich weiß nicht, ob heute viel los sein wird, weil es ist halt Samstagabend und es ist Faschingsbeginn. Heute schon in der Kneipe um 11 in der Früh. Oh, ich hatte einen interessanten Tag. Ja, wenn man dann früh um 10 in der Kneipe ist oder um 11, dann ist, glaube ich, der Tag eh sehr interessant. Dann sollte man sich, glaube ich, eh Gedanken machen, was man mit seinem Leben anstellen sollte. So, ich ja, ein paar Points mit dem Jensen hier abstauben. Ja, hier nochmal so ein Sandkugel. Freut er sich. Ich will nicht überfahren werden. Einmal hat mir gereicht. So, drei sind schon fertig. Vier sind fertig. Einer fehlt also noch. Vermehren sich jetzt eigentlich meine Fische? Ich glaube nicht. Ist mir aber eigentlich auch egal. So, gedünsteter Sandfisch und bringen wir die mal weg. Okay, unser Nest geht da entlang. Ich würde heute gerne fast noch Logan daten. Einfach weil ich es kann. Ja, und wie gesagt, Zeck hinterfahren und wenigstens Rosensamen holen. So, fahren wir mal nach da hinten. So, warum auch nicht? Ja, aber ich habe nichts heute getrunken in der Bar. Also das Problem war, mir war nur schlecht, weil da überall diese Weißwürste waren und naja, sowas nicht riechen. Bin mir immer schlecht. Also es war nicht so cool, aber ja, ich war da halt heute in der Früh. Rosenweiden-Samen. Ja, ansonsten Dünger könnte ich mitnehmen. Wenn der heute schon so billig ist. Nehme ich doch gerade einen Dünger mit, wenn du schon keine fertige Rosendinger hast. Weil wir haben zwar diese Mission erfüllt, aber ich weiß nicht, ob wir die anderen auch noch erfüllen müssen, dass es eben weitergeht. So, Aluminiumschrott wird da verarbeitet. Wie schön. Da freut man sich doch auch über Aluminiumschrott. So. Dann schauen wir mal, dass wir unser. Dass wir nicht da vorne fahren. Schauen wir mal, was wir anpflanzen können. Vielleicht im Gewächshaus drin. Wie gesagt, es wäre cool, wenn wir das hinkriegen könnten. Da ist schon mal nichts dran.
Da kann ich jetzt aber wieder Dünger reinschmeißen, weil jetzt habe ich hier wieder Dünger. Schau mal, Dünger. Unser Düngerbedürfnis ist voll. Finde ich toll. Haben wir gut gemacht. Ja, ansonsten, was gab es heute so Cooles? Ich war heute mit einem Kumpel unterwegs. Mit den einen, der wo so eine interessante Freundin hat. Und diese zwei, also ist wieder super und ich denke mir auch so, warum? Naja, ist ja nicht mal ein Problem. Wir könnten mal nachschauen, wie lang die Rosenweiden-Dinger. 120, okay. Das hat sich jetzt halbiert. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal irgendwie was Schönes essen mit dem Logan. Was anderes haben wir heute eh nicht vor. Map, ich muss mal wissen, wo der Logan ist. Das ist wichtig. Das ist elementar wichtig, dass ich den heute irgendwie finde. Er ist ja wieder da draußen am Arsch der Welt. Ja. Aber wenn ich den jetzt hinterher fahre, wetten, der reitet mir wieder davon. Spielt wieder seine Wegreitespielchen hier mit mir. Na gut, machen wir das einfach mal. Ich glaube, ich habe den schon zutiefst verletzt. Ja, der haut wieder ab. Der haut wieder ab, der Gute. Ach, Logan. Gehst du wahrscheinlich wieder an denselben Ort, deswegen schneide ich dir jetzt einfach mal den Weg ein bisschen ab. Okay, Logan, Hallöchen. You. Wollen wir Yeah, spielen? why not you? So. Aber wir können mit den Sand malen. Wenn wir schon mal hier draußen sind. Lohnt sich ja richtig. Ja, wie gesagt, also wenn irgendjemand was sehen will, was wir in Sandrock noch nicht gemacht haben, schreibt es einfach hier hin. Come draw this Und way. dann machen wir das. Lass uns zusammen zeichnen. Ja, was willst du zeichnen? Okay, eine Wolke. Ich habe schon erzählt, dass ich Montag Spanisch schreibe und irgendwie glaube, das könnte eine Katastrophe werden. Es geht halt so ums Wetter und ich habe mir einfach das Wetter falsch in meine Vokabel-App einprogrammiert, also irgendwie stimmt das alles nicht. Ich habe irgendwie Nebel und bewölkt zusammengefasst und ich glaube irgendwie, das könnte interessant werden. Kannst du mir vielleicht nicht andauernd vor die Füße rennen? Das ist irgendwie nicht der Sinn dieser Übung. Hey, Ey, er ist jetzt mein Freund und Andy ist ein guter Freund und Logan ist ein Freund. Schau mal, was kann ich gleich in der Liste dann ändern? Es wird aber trotzdem, ja, aber ich will 15 Punkte. Das ist, ich habe halt riesen Ansprüche an mich. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ich möchte mal mehr erreichen, als eigentlich möglich ist. Wo ist er denn? Einmal Logan kommt von. Okay. Der Stift schreibt gerade nicht so. Okay, Logan. Und Andy kommt von der Liste runter. Und auch die hier drauf. Andy. Meine Liste kann man nicht mehr lesen. Irgendwie, ich glaube, ich sollte meine Liste, wenn ich fertig bin, mit dem Spiel veröffentlichen. Einfach, dass man sieht, was ich für einen Gedankenwirrwarr habe. Ich mache hier einen schönen Instagram-Post mit meiner Zeichnung hier und allen. Und dann so ein Bild von Sandrock und so meine Verwirrtheit. Meine Yeah, grundsätzliche well, Verwirrtheit, was good Sandrock job. angeht. So, nach Lieblingsthemen fragen, nach Hobbys, Winners als wenn ich left. das nicht wüsste. Mit mir ausgehen natürlich. So, nach Home you are. Lieblingsdingen fragen und essen Get gehen. whatever you want. Ich habe keine besonderen Vorlieben. Ja, Fleischgericht, ein vegetarisches Gericht. Ich habe keine Vorlieben. Und muss fragen, das ist bitter. So, dann brauchen wir noch was zum Trinken, Essen. Und noch ein Vorspeischen. So. Plus 10, das ist doch gut. Nicht böse sein, aber ich esse lieber. Achso. Er mag ja nicht das Essen, was es hier gibt. Also ich habe nichts falsch gemacht, aber plus 10 ist schon mal nicht verkehrt. Was soll ich machen? Gehen. Wir reden noch einmal kurz mit ihm. Auf jeden Fall haben wir unsere Freundschaft mit Logan stark gestärkt. Kann man durchaus sagen, dass es ein Erfolg war. Gehen wir jetzt dann noch schön am Schrotti. Katari hat meinen goldenen Stierkopf bewundert. Die kümmert sich heute nicht um ihren Sohn. Die Gute. So, ach ja, mein Sohn besucht mich. Okay, schön, dass du einen Sohn hast.
Persönlichkeit. Ich glaube, bei ihm zieht Persönlichkeit. Okay, Persönlichkeit hat nicht so gezogen. Okay, dann Spielzeit beenden. Wow, ja. Okay, meine Tiere haben die Aufgaben erledigt. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt halt mal hoch zum Schrottplatz und hole mir da einfach so ein bisschen Sachen. Weil, was sollen wir heute sonst noch so machen? Ja, was könnte ich noch so erzählen? Ich war halt heute mit dem Kumpel halt den ganzen, ja, Mittag unterwegs. War cool. Ja. So. Und einmal der Müllhaufen mit unterschiedlichen Dingen. Wir haben Gold gekriegt und ein Gänseschnell. Wisst ihr noch, als ich damals da hinterher jagen musste, meinte die Skorpione, da muss ich immer ganz schnell E drücken. Gibt's nicht mehr. Hat man jetzt vereinfacht. Bisschen Dreck. Den Dreck brauchen wir halt auch gar nicht mehr. Damals hatten wir Probleme, unsere Maschinen zu befeuern und jetzt so, nee. Echt nicht. Hast du schon wieder irgendwo etwas auf den Skorpion geschlagen? Interessante Methode, Skorpione loszuwerden. Einfach mal draufhauen. Gut, vielleicht das Monument da hinten abbauen. Ach, ich weiß noch, was das Monument hinten abzubauen ewig gedauert hat. Daher, wie läuft deine Uni-Auswahl? Ja, schleppend. Ich weiß noch nicht mal wirklich, was ich studieren will. Aber ich meine, ich habe da noch Zeit. Also mir wurde gesagt, es ist voll wirklich normal, dass du es nicht weißt. Und dass es eigentlich so eine spontane Entscheidung ist. Das ist bei vielen Leuten so. Und ich weiß ja wenigstens, dass es in Richtung Wirtschaft gehen soll. Ist bei vielen wohl auch nicht so da. Diese Entscheidung. Also von dem her mache ich mir da jetzt wenig Sorgen, dass ich da irgendwie unnormal wäre. Aber ja, ich muss halt dann mal schauen, weil ich möchte eigentlich dann wegziehen. Aber eigentlich möchte ich nicht so weit wegziehen. Muss ich da mal schauen. Haben wir noch so einen Tomatenfisch für Pebbles? Warte, suche ich mal kurz einen Pebbles. Und dann kriegt der von mir wieder so einen tollen Tomatenfisch, dass er sich freuen kann. Ja, und ich meine, ich weiß, dass ich in Richtung Wirtschaft was studieren will. Also ich finde, ich bin da schon sehr weit gekommen bei meiner Auswahl. Okay, da kommt gerade der Pebbles. Jan. Da, wie selbstbewusst du hier durch die Gegend läufst. Früher bist du nicht mehr von deinen Eltern weggegangen. Und jetzt läufst du hier richtig selbstbewusst durch die Gegend, du kleines Pebbles. Hier, Tomatenfisch. Aber juhu, ein Geschenk. Wenn wir jetzt mal mit denen ein bisschen spielen, keine Ahnung, ich muss mich irgendwie mit denen anfreunden, wenn der immer nicht zu meinen Partys kommt. Der ist nicht so klug. Der ist klüger, als ich dachte. Maus? Elefant. Gut, also ich kann es nicht mehr komplett verkacken. Nochmal. Okay, wenn er jetzt gerade eben Maus genommen hat, dann nehme ich jetzt die Katze. Okay. So, ich nehme einfach mal. Ich hoffe einfach, dass er keine Maus nimmt. Ach, scheiße. So, dann nehme ich jetzt den Elefant. Ja. Warum denn ein Fuchs? Das würde nur gegen die Katze helfen. Dann nehme ich jetzt mal eine Maus. Okay, er hat auch eine Maus. Meine Maus. Der mag die Elefanten, glaube ich, recht. Okay. Verlassen. Plus 13. Spannende Runde. Ja, durchaus spannend. So. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Okay. Und kümmern uns um unseren Garten. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich vielleicht in dem Spiel gerade schwanger bin oder so. Kann ich sagen, wir können uns im Zauberspiel dann wieder nach dem Wetter fragen. Nicht, dass ein Sandsturm wieder bevorsteht. Nein. Nein, ich will das nicht. Morgen soll ein Sandsturm sein. Ich will nicht. Es gibt Dinge, die ich nicht möchte in dem Spiel. Und es sind Sandstürme. Ich hau das da mal hoch. Ich dachte, es kommen keine Sandstürme mehr. Was war das für eine Lüge?
Wer hat sich diese Lüge ausgedacht, dass man dann Sandstürme fernhalten kann? Was? Ich glaube, das war Ernest, aber ich meine, Ernest, der liebt mich. Kann ich jetzt auch einfach ignorieren, wenn er mich schon liebt? So. Auf jeden Fall, wir haben gerade richtig viel Wasser da. Aluminiumschrott zerlegen, abgeschlossen. Ach ja, wie er da rumsteht. Kannst du das gegen Sandsturm tun, okay? Der Tag wird schrecklich werden, wenn dann Sandsturm kommt. Der darf doch nicht fehlen. Ja, der Sandsturm, das ist ein elementar wichtiges Ding in diesem Spiel. Also wirklich. Okay, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht beim Malta mit Sandrock. Bis dahin. Bye.